So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 17 Trainer mit dem AS Rom. Und wir haben uns jetzt nach ein paar Spielern umgesehen. Und ja, ihr seht, wir haben Masuaku, den können wir leider nicht verpflichten, da er erst kürzlich gewechselt ist. Ist auch nicht so schlimm. Dann Luke Shaw, Mandy, den lasse ich kurz noch scouten, oder? Baba, wenn der auch wieder weg ist, können wir auch, also von, wieder zurück nach Chelsea gekommen ist, dann können wir den auch verpflichten. Guerrero, hatte ich auch Lust auf ihn. Dann genauso wie Benjamin Henriks, der ja in die Nationalmannschaft gerückt ist. Und Serge Gnabry, der ist auch gerade erst nach Arsenal gewechselt, deswegen kann man den jetzt auch nicht verpflichten. Lemar, der auch gut ist. Sechser kann, kann nicht Sechser, er kann Zehner, rechtes Mittelfeld und linkes Mittelfeld spielen. Und dann Oscar. Ja. Dann im Sturm haben wir Cedric Bakambu und Mbaye Niang rausgesucht. Wir haben jetzt allen schon ein Angebot gemacht. Solange wir warten, simulieren wir mal das Halbfinale des American Soccer Cup. Keine Ahnung, was das für ein Cup ist. So, Nolito, erstmal das einzelne erste Minute Elfmeter-Tor. Hä? Haben sie irgendwas falsch gemacht oder was? Okay. Oh, Florenzi und Salah machen aber gleich so, dass wir führen. De Bruyne kommt jetzt rein. Sterling könnten wir uns auch holen. Ja, das wäre echt nicht schlecht. Oh, es ist bitter. Silva rein und angeschlagen. Das ist bitter. Dzeko mit dem 3 zu 1. Krass. Und wir gewinnen auch noch 3 zu 1. Das ist krass. Das ist sehr krass. So, Pressekonferenz. Ey, wir loben uns, oder? Oder, okay, jetzt habe ich motivieren gedrückt. Lehmann kostet 24 Millionen. Mandy würde nicht wechseln. 4,2 und Guerrero auch nicht. Okay, Lehmann. Ja. Machen wir mal 19 Millionen. Vielleicht nehmen sie es an. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Okay. Dann simulieren wir weiter. Oscar würde 56 Millionen kosten. Wir versuchen es mit 45 Millionen. Wird hart an der Grenze sein. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, Oscar zu holen. Cedric Bakambu 41 Millionen. Da würde ich halt einfach hier Edin Dzeko und keine Ahnung 10 Millionen oder so machen. So, 10 Millionen passt. Wackelt und hat Luft. Dann Masuaku, wie gesagt, wollen wir nicht. Luchon, weiß ich noch nicht. Benjamin Henriks, 2,9 Millionen. Vielleicht können wir da mit... Ja, 2 Millionen kommen. Das wäre echt stark, wenn wir Benjamin Henriks bekommen würden. Das wäre echt stark. Und Serge Gnabry, wie gesagt, ist auch erst gewechselt. Da können wir dann leider noch nichts machen. So, oh, okay, 19 Millionen haben sie direkt angenommen und ja, den haben wir schon letzte, glaube ich, oder? Ja, Laban haben wir schon letztes Mal verkauft. Lema, warte ich jetzt nach dem Spiel noch und zwar simulieren wir das letzte Spiel, das Finale gegen Bayern 04 Leverkusen, wo eigentlich Benjamin Henriks herkommt. Naja, sie haben halt Wendell auf der Seite. Aber El Shaarawy sorgt hier erstmal für den ersten Treffer. Und wir gewinnen noch am Ende 2 zu 1. Strootmann und da noch die weiteren Tore. So. So. Jetzt Italien abgegrast. Transferangebot für Perotti. Ja, okay. Bin nicht abgeneigt, ihn zu verkaufen. 25,5 Millionen. Okay, Edin Dzeko. Ich würde den halt jetzt nicht unter 30 oder so gehen lassen. Ich würde den halt für 30 oder so verkaufen. Für 30, der hat eine gute Form und so alles. Okay, Villarreal hat abgelehnt, will 24 Millionen dazu. Wir geben mal 20 Millionen. Also es wäre schon geil, wenn wir Cedric Bakambu bekommen würden. Okay, Chelsea hätte angenommen. Also hätte für 45 Millionen. Was unser so gut wie unser ganzes Budget ist, auf jeden Fall. Wir geben ihn jetzt mal trotzdem her. Dann Preisgeld haben wir noch mal was bekommen. Und ja, Monaco hat ja auch angenommen von Lemar. Ich weiß halt nicht, ob der sich halt von Anfang an durchsetzen kann bei uns. Aber wir gucken mal. So, Luke Shaw wird wahrscheinlich kein Thema sein, wenn wir Henriks bekommen. Aber sonst ist okay. So, eine kleine Trainingseinheit.
können wir hinterher schieben. Und Paredes entwickelt sich auf 77. Torwart haben wir übrigens noch nicht gesucht, weil Lafont, Scoffé haben sie mich jetzt nicht alle so überzeugt. Okay, Scout 78 Jahren. Schade. Schade. Warte, gibt's hier noch irgendwie? Nee. Getransfer angeführt für Nura, eine Laie. Okay, das ist okay. Okay, wir haben jetzt 54. Ungefähr 10 Millionen mehr gemacht. Durch dieses Turnier. Ja, ich hatte halt echt Lust auf Guerrero. Aber, naja. So, Bayer Leverkusen hat abgelehnt. 2 Millionen waren doch zu wenig. Machen wir mal 2,5 und das sollten sie eigentlich annehmen. 400.000 weniger, als die normalerweise haben wollten. Haben wollen würden. Okay, jetzt kommen halt ein paar Scouts. Gnabry mit einer 75, Henrix mit 68, Bakambu eine 81. Das ist stark. 81 ist stark. So, jetzt hier noch Scouts aus England. Luke Shaw, ganz klar. Achso, Akku eine 75. Okay. Okay. Touré, Eriksen, Vardy. Ja, für Vardy jünger hätte ich den auch gern verpflichtet. Okay. Ancuti. Auf Wiedersehen. Okay, jetzt hat Villarreal hat akzeptiert auf jeden Fall. 20 Millionen und Dzeko. Und dann hätten wir einen geilen Stürmer. Auf jeden Fall echt guten Stürmer, Bakambu. So ein Lemar hätte jetzt halt. Wäre halt da. Hätten wir halt jetzt die Chance. Aber dann wäre De Rossi. Nee, De Rossi weg. Oh was? 25,5 Millionen akzeptiert? Dann müssen wir bei uns. Ja, wo können wir ihn hier anholen? Okay, Cedric Bakambu nehme ich jetzt an. Einfach. Weil ich. Ja. Lemar. Ich brauche auch noch einen Jugendspieler, den ich. Okay, jetzt haben wir jetzt mal Cedric Bakambu durchdringend, genau. Es ist schwer. Es ist schwer, sich zu entscheiden. Verratti oder Pastore? Wäre jetzt halt jetzt mein Vorschlag. Wir können jetzt mal gucken. Pastore. Javier Pastore, seit wann ist der so alt? Okay, Verratti. Wird er mit Doppel-L geschrieben? Ja, wird mit Doppel-L geschrieben. Okay, ist halt Italiener, ist halt nur 1,65. Hey, wie klein ist der Junge? Warte, wir machen gleich mal eine Anfrage. Wird uns wahrscheinlich 70 Millionen oder so kosten. Dann hätten wir aber den als Stürmer. Henrik sagt, akzeptiert. Achso, den ist auch nur noch ablehnen. Okay, ja. Für. Hä? Machen wir 58, wenn die es annehmen, ne? Ja, denken wir nicht, aber 25 Millionen haben sie doch. Was? 84,5 Millionen? Ich glaube, ein Schwein pfeift, oder? Was? Wir gehen De Rossi mal her. Ich weiß, ich wollte De Rossi nicht verkaufen, aber der ist jetzt ein Jahr jetzt schon wieder älter geworden. Ach du Scheiße. Oh, Perotti, der kriegt ja. Wie viele Angebote kriegt der denn bitte? Der ist ja mal beliebt. 80. Ist jetzt nicht so beste. Bayern hat abgelehnt. Ja, das habe ich schon mir gedacht. Okay, wir nehmen jetzt erstmal Henrix an. Wie gesagt, Lemar weiß ich jetzt noch nicht, was ich mit dem mache. So, das können wir alles löschen. So. Lemar, wie gesagt, weiß ich nicht. Inakzeptabel. Auch. Oh, da ist mir gerade ein Geistesblitz eingekommen. Piu, Alter, ein Geistesblitz. Piu, Alter. Boah. Ich habe den perfekten Zehner. Perfekten Zehner. Aber wirklich perfekt. Und zwar. Meier. Max Meier. Hat ein Potenzial bis. Oh, weiß nicht. 90 oder so, glaube ich.
Also ich habe den, glaube ich, nach 4 Saisons oder so, war der auf eine 87. Also ganz schön stark. Und Max Meyer würde auch nur 34 Millionen kosten. Das wäre der billigste von allen, muss ich leider sagen. Wäre der billigste von allen. Wäre der billigste von allen so. Und Valencia, ey, ich habe gedacht, Dings haben angenommen. Ja, 25,5 Millionen. Verkauft. Den verkaufe ich jetzt für 25,5 Millionen. Ich habe jetzt ohne den ja schon gerechnet, also werde ich den jetzt auch verkaufen. Oder habe ich mir gedacht, nee, Eto'o und Dida, die zwei, genau. Boah, da haben wir Henrichs, Alter. Nehmen wir Paredes mit, Alter. Boah, sensationeller Spieler. Kann auf beiden Seiten spielen. Sensationell. Können wir auch gleich im Training dann austauschen mit Salah oder so. Goedison verleihen wir. Munankia. CD Munankia. Okay. 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 Wir müssen Angebot bekommen. Neue Linksverteidiger, schön. Also alter bzw. neu, so. Ja. Schalke abgelehnt. 26 Millionen wollen die haben. Hä, ich hab den doch Rossi gegeben. Was für 26 Millionen, Alter? 20 sollten es eigentlich auch tun. Und Valencia hat 25,5 angenommen. Ach, du heilige Scheiße. 25,5 und Max Meyer hat auch akzeptiert. Warte, oh, das ist Transfers über Transfers. Okay, gut, dann haben wir De Rossi jetzt verkauft, haben Nainggolan auf der 6. Und so, können wir gleich mal. Machen wir mal gleich die raus, die uninteressant sind. Wo ist denn der jetzt? Ah, da, Henriks. Henriks tun wir rein. Auf empfohlener Weise. Und Max Meyer tun wir dann wahrscheinlich für El Shaarawy rein. Wahrscheinlich. Ja, für El Shaarawy, ja. Eindeutig für El Shaarawy. Und Tor, wenn wir zwei, also Alisson und Szczęsny behalten, dann passt es. Falls nicht, dann halt nicht. Hey, jetzt kommt. Was ist denn los? Ich krieg von denen mehr rein, als ich hatte. Es hieß gerade akzeptiert, dass wer war es? Keine Ahnung. Valencia 25,5 akzeptiert haben und der jetzt weg ist sozusagen. Ist es ein Bug oder so oder ein Glitch oder so? Verstehe es nicht. So, warte, hier mal ganz kurz Pause. Perotti. Hä? Bin ich verwirrt oder so? Hilfe. So. Ja, genau, ist jetzt hier, Pedde, das ist reingerückt. Aber hier tun wir Max Meyer rein. 80 ist echt gut. 80 gut. 80 ist echt gut. Warte, Ersatzbank natürlich. Achso, der. Oh, wir haben halt einen dünnen Kader. Schaut euch mal diesen dünnen Kader an. Für Niang haben wir auch noch kein Angebot gemacht, weil wir nicht wissen. Aber ich glaube, ich hole ihn mir einfach. Niang, so ein Ersatzspieler. Was braucht der denn? Chanceverarbeitung auf jeden Fall. Ja, machen wir mal schon zur Verarbeitung. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, ich hole mir jetzt einfach, glaube ich, Niang. So ein Backup-Stürmer, Backup-Spieler, keine Ahnung, wie man den nennen will. Wunschliste, glaube ich. Und einmal umdrehen. So, hier ist auch Niang. 12 Millionen nur. Was? 12 Millionen? Wie billig ist der bitte? So, da haben wir unser erstes Ligaspiel. 15 Millionen, okay, das nehmen wir natürlich an. 15 Millionen ist kein Ding. Wir machen 14 Millionen. 1 Million weniger, immer sparen ein bisschen. So. Und ja, das ist unser erstes Ligaspiel und das werden wir in der nächsten Folge sehen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst doch einfach ein Abo oder eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und sonst Transfertipps, Formationen, Mannschaftskapitän. Also, wie die Spieler agieren soll, wer sie Standards machen soll und so alles. Einfach alles in die Kommentare und sonst würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.